Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sedisvakantist. Wir haben heute den 29. Januar 2017. Thema dieses Videos ist Cardio ohne Jogging, Ausdauertraining zu Hause. Um direkt zum Thema zu kommen, worum geht es? Es geht im Grunde genommen um eine Übung, die ich schon in anderen Videos gezeigt habe, die ich ja besonders empfehle, wenn man nicht joggen kann oder möchte und trotzdem Ausdauertraining, also Cardio, betreiben möchte. Und zwar geht es darum, man braucht ein paar Hanteln. Wie schwer sollen die sein, ist natürlich eher schon mal individuell unterschiedlich. Das hier sind jetzt 5 Kilo Hanteln, aber das ist meines Erachtens schon so ziemlich das Höchste der Gefühle für Männer. Für Frauen, also für Männer würde ich nicht über 6 oder ja, also mehr als 6 Kilo gehen. Bei Frauen 2, allerhöchstens 3 Kilo. Nämlich, wie gesagt, es geht um Ausdauertraining. Das heißt darum, seinen Körper über einen längeren Zeitraum von 12 bis 15 Minuten Minimum bei einer effektiven Herzfrequenz zu halten. So, die Übung zeige ich jetzt erst nochmal. Wie gesagt, nichts Neues, aber für Cardio sehr effektiv, meine ich. Und zwar, man hebt abwechselnd einen Arm und den anderen streckt man durch. So. Gleichzeitig gibt man etwas in den Beinen nach, also federt man etwas in den Beinen, zwar zu der Seite, wo man den Arm gerade hebt. Das führt schon nach ein paar Wiederholungen dazu, dass der Puls steigt. Und wenn man den Puls besonders schnell steigern möchte, dann kann man zum Beispiel diese selben Hanteln auch ganz nach oben heben. Also ganz durchstrecken nach oben. Das ist es im Wesentlichen. Um noch ein bisschen über diese ganze Thematik zu plaudern. Es gibt so die Unterscheidung zwischen Cardio-Training und Muskeltraining. Bei diesem Cardio, also von Hecardia, das Herz, Ausdauertraining geht es darum, das Herz eben über einen längeren Zeitraum zu belasten. Beim Muskeltraining geht es darum, kurzzeitig hohe Belastungen da zu bewältigen. Also zum Beispiel 10 bis 12 Mal oder 10 bis 15 Mal eine bestimmte Bewegung durchzuführen. Was ich 20 Kilo zu heben oder 50 Kilo zu heben. Eben 15 Mal 50 Kilo zu heben. Also die meisten werden es wohl kaum schaffen, 30 Kilo zu heben. Und beim Cardio-Training geht es darum, eine bestimmte Herzfrequenz relativ schnell zu erreichen und dann innerhalb dieser Herzfrequenz oder Frequenzzone dann zu bleiben, um also für etwa, sagen wir mal, 12 bis 15 Minuten. Beim Joggen kann es auch durchaus länger sein, also ein Marathon dauert je nachdem, also für Spitzensportler 2 Stunden, 2,5 Stunden für Spitzensportler, für gut trainierte Leute 4 Stunden und wer als Amateur nach 8 Stunden ans Ziel kommt, der hat also meines Erachtens auch schon eine ziemliche Leistung vollbracht. Ich selber bin nie Marathon gelaufen. Früher habe ich viel gejoggt, aber das ist seit Jahren nicht mehr. Das hier halte ich für die bessere Alternative aus verschiedenen Gründen. Zum einen, man ist vollkommen unabhängig vom Wetter. Also es ist nie zu nass, es ist nie zu heiß, es ist nie zu glatt, es ist nie zu was weiß ich was.
Und dann beim Joggen trainiert man normalerweise ja eigentlich nur die Beine oder so. Natürlich auch das Herz, also den Herzkreislauf. Aber die Arme trainiert man praktisch kaum. Und es ist meines Erachtens sehr wichtig, möglichst viele Muskeln möglichst gut auszubilden. Und dadurch, dass man jetzt hier leichte Gewichte nimmt, werden die ganzen Oberkörpermuskeln auch gut ausgebildet. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das kann ich nur immer wieder betonen. Und dann zusätzlich noch Konzentration ist, je älter man wird, ein immer wichtigeres Thema. Man sollte an manchen Sachen schon sehr früh damit anfangen, das Gedächtnis, das Gehirn zu trainieren, also immer so ein bisschen in Bewegung zu halten, auch geistig so gesehen fit zu bleiben. Deswegen mein Tipp, sage ich auch immer wieder bei meinen Sportvideos, zählen oder buchstabieren oder sowas. Zum Beispiel, wenn man jetzt diese Hebeübung macht, dann kann man zum Beispiel in Vierergruppen zählen. Vierergruppen ist ganz einfach wegen des Viervierteltakts, der eben so für viele eben sehr leicht eingängig ist. Eins, zwei, drei, vier. Und das ist vielleicht auch wieder etwas eintönig. Deswegen kann man ja in anderen Sprachen zählen, zum Beispiel Englisch. One, two, three, four. Oder Französisch. Un, deux, trois, quatre. Oder Spanisch. Uno, dos, tres, cuatro. Oder Italienisch. Una, due, tre, quattro. Und dann noch rückwärts. Also rückwärts von 16 auf 1, auf Italienisch. Sedici, quindici, quattordici, tredici und so weiter. Und dann kann man auch einen Buchstaben anhängen, damit man dann mal weiß, wo man ungefähr ist. Also 1, a, 2, a, 3, a, 4, a. Oder man nimmt das Alphabet, wenn man die Arme hebt. A, B, C, D. Oder man zählt das Alphabet rückwärts. Z, Y, X, W, V, U. Nun gut, das sind also zusätzliche gedankliche oder Gedächtnistraining-Übungen. Kann man machen, meines Erachtens sinnvolle Ergänzung, aber wesentlich geht es darum, man braucht nicht nach draußen zu gehen, um zu joggen. Und auf das Thema Trainingspuls möchte ich noch mal kurz eingehen. Habe ich auch schon öfters erwähnt. Ist aber gerade in dem Bereich, wo es darum geht, also einen längeren Zeitraum einen etwas gleichmäßigen, hohen Puls zu haben, besonders wichtig. Wie gesagt, Puls messen. Ich empfehle dafür eine Pulsuhr, die man zum Beispiel mit einem Finger bedienen kann. Und in welchen Trainingszonen sollte man trainieren? Wenn man nach Trainingspuls sucht im Internet, findet man ziemlich schnell irgendwelche Berechnungsformeln, die meistens auch ziemlich ähnlich sind. Beliebte Faustformeln sind für den Maximalpuls, also den Puls, den man maximal erreichen kann, aber den man möglichst meiden sollte, 220 minus Lebensalter. In meinem Fall also 220 minus 49 wäre 171. Also ich dürfte nicht an die 170 herankommen bei meinem Training jetzt. Also bei 150 ungefähr wäre für mich dann Schluss. Trainingspuls, auch eine Faustregel, ist 180 minus Lebensalter. In meinem Fall dann eben 131. Das heißt also, wenn ich trainieren will, dann versuche ich möglichst schnell nach 2, 3 Minuten bei einem Puls von 130 zu sein.
und den dann über die etwa 10, 12 nächsten Minuten auch zu halten und vielleicht kurzzeitig etwas zu steigern. Also zum Beispiel, indem ich die Hanteln ganz nach oben hebe, dadurch wird der Puls normalerweise etwas noch erhöht. Und wenn ich diese Übung jetzt, also auch mit dem Hochheben und so, etwa eine Viertelstunde gemacht habe, dann bin ich am Schluss normalerweise immer so bei 140 oder vielleicht sogar 150, je nachdem. Das heißt also, ich erreiche damit ziemlich genau das, was man so als idealen Trainingspuls erreichen will. Wie gesagt, für den normalen Amateur. Und ich empfehle ja eben nicht den Spitzensport, sondern eben den allgemeinen Sport oder Breitensport, wie man es nennen möchte. Also Sport für möglichst alle. Und man sieht also, mit solchen einfachen Übungen, die ja so eigentlich jeder irgendwie durchführen kann, also das ist alles erschwinglich, man braucht da nichts großartig sich zu kaufen, nichts anzuschaffen, braucht keinen großen Trainingsraum dafür. Mit so wenig Mitteln kann man schon wirklich sehr viel erreichen. Ich empfehle so normalerweise pro Woche etwa 2,5 bis 3 Stunden Sport. Man kann das so machen, dass man 6 Tage die Woche zweimal solche Einheiten durchführt, von etwa 12 bis 15 Minuten mit diesem Ausdauertraining zu Hause. Und das führt dann auch schon dazu, dass man sich besser fühlt, dass man Muskeln aufbaut, dass man für die Aufgaben des Alltags gewappnet ist, und man sollte diese Möglichkeit nutzen.